August 1944. This is it. We're going to liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him with Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more checkpoint. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, your cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Guten Abend. Papiere, bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere, bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a gray officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Guten Abend. Ich komme gerne.
gerade aus Berlin. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Schön, Sie zu sehen. Nein, ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Wir dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheitskosten. Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch... Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht, das Herbstlied? Das ist eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie. Also... Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Ich bin in Berlin aufgewachsen. Ihre Papiere sagen etwas anderes. Erst eine komische Frage über ein Gedicht und jetzt das. Kommen Sie mit, das klären wir. Guten Abend. Hier kommen wir gerade aus Berlin. Die Borsker waren letzte Nacht auf Patrouille und sind nicht zurückgekommen. Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Kennst du sie? Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Kennst du sie? Ich bin sicher, dass er Ihre Nachricht erhält. Seit einer ganzen Weile der Erste. Französische Widerstand da oben. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Gerade rechtzeitig für die Besprechung. Auch versteckt werden. Wir müssen so viele Widerstandsanführer erwischen wie möglich. Ja. Ich kann über Paris sagen, was man will, aber ich werde sie eben machen. Ja, aber zurzeit nicht. Es würde schon eine ordentliche Bratwurst geben. Mann, jetzt habe ich Hunger. Und von dem sogenannten Bier wollen wir es gar nicht. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen kann Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut, aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im zweiten Stock. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Wen arbeitet sie?
euch, deine Schweine! Du hast dich nicht verloren! Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Dann würden hübsche Frauen nur in Schlange stehen. Ja, genug geträumt. Kennen Sie den Dichter Verlaine? Ein guter Deutscher liest keine französische Poesie. Vielleicht sind Sie ja gar keine Deutsche. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Aber natürlich. Hier sind Sie. Nennen Sie Ihren Namen. Gerda Schneider. Ja, Gerda Schneider. Ein guter, starker deutscher Name. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Der Balkon ist zurzeit gesperrt. Gehen wir doch heute Abend essen. Es gibt ein kleines Bistro hier an der Straße. Der Bericht war falsch abgeheftet. Stellen Sie sich mal vor, was eine französische Spionin mit diesem ganzen... Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Haben Sie von dem Herbstlied von Verlaine gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde ihm berichten, wie unverschämt Sie waren. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier in sein Fräulein. We must be brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room.
Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am Du bist Herr Kommander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God! I will miss the cuisine. Take the ortolan. That tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. This is for my comrades. This is for my son. It's for me. Vive la résistance.
gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Was soll die Aufregung? Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. I have to be quiet. Risky. Wo ist Feldwebel Hartmann? Keine Ahnung. Ich glaube, er ist in der Kriegszentrale. Wer war dein Komplize? Finden Sie ihn. Wo sind Sie? Alle Papiere überprüft. Jawohl, ich informiere umgehend die Sicherheitskontrollpunkte. Was zum Teufel? Siehe Gesichter! Ah! Exposed. To get to the north gate and plant the charge. Come on, Russo, we need to get to the gate. Get to that gate!
gate! Just one more. Nice work! Let's head to the south gate and start with our charge! Daniels. Something's wrong. We should go now. Now hold your fire till the door opens. Get ready. All right, that's our signal. Grab it! Go, fellas. I can't hold that carriage. Better hurry! Cars won't go down without a fight! Use some help! You all fall! Got ammo for you, Private! I need more ammo, Lieutenant! Here, Daniels! Keep advancing! Through the bridge! Almost there! Keep moving! Back to the garrison! Second aid out! Hang in there, buddy! Enemy located! Sergeant, call him out!
Grenade! Germans will mount a counterattack soon. We need to set up our defenses. Follow me. First aid kit ready when you are! Jerry's still inside. Toss it! Here! Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Clear! Daniel, Zussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. Down! Get down now! Room clear. Gotta set up defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. MGs, open fire. Keep them off that bridge.
in front! Take out that flamethrower! Snipers from the building across the center! Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate, eh, Crowley? There's no turning back. France has reclaimed Paris. Well, this ain't exactly over yet. The war's not done. Now, come on, Pearson, let them have this. That's what Turner's for. Taking the garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Hell, I think I might have seen Pearson smile. We're gonna ride this momentum all the way to the Rhine.